Hallo zusammen, willkommen zurück bei Spyro. Ja, wir haben in der letzten Folge die Zaubertürme abgeschlossen. Bis auf die... Hoppala, nee, Moment, falscher Knopf. Ah! Panik. Genau, bis hier auf die den Fähigkeitspunkt. Aber, ja. Naja, nicht so schlimm. Ach so, ich wollte gerade mal gucken. Gartenstadt, fehlen uns noch Eier und Edelsteine. Oh, wir haben den hier übersehen. Da Sparks ja jetzt aber von weiter weg Edelsteine besorgen kann, kriegen wir das ja vielleicht gebacken. So, die große Frage ist jetzt aber noch, wie kriegen wir da drüben die Box auf? Gibt es da irgendwo eine Rakete oder etwas ähnliches? Na, guck mal, hier haben wir noch Wasser. Wo auch nochmal Edelsteine rumliegen. Ich würde nämlich jetzt mal damit anfangen wollen, hier diese Welt mal zu vervollständigen oder zumindest so viel einzusammeln, wie gerade geht. Denn danach haben wir noch zwei Welten, glaube ich. Plus die Strecke. Hier haben wir einmal die spuckenden Sümpfe. Und da hinten war noch die Bambusterrasse, wenn ich mich nicht irre. Genau, hier. Dann schauen wir doch mal, was Zoe uns hier zu erzählen hat. Hi Spyro, das hier ist ein super Flammen-Power-Up. Du wirst mehr davon in allen Welten verstreut finden. Probier es aus und zerbrich die Pflanztöpfe hier. Ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Rhinox in einem davon ein Ei versteckt hat. Ja, genau. So in etwa hatte ich mir das schon vorgestellt. Genau, das hatten wir schon gesehen. Dafür, da ist ja hier dann der... Damit kriegen wir auch die Box kaputt, von der ich eben sprach. Matt. Sehr geschickt, mein Freund, sehr geschickt. So. Genau, hier habe ich noch einen Funkeln sehen. Und dann haben wir jetzt noch den hier. Und ja, wir können offensichtlich noch klettern. Modesty. Damit haben wir alle Eier eingesammelt. Aber noch nicht alle Edelsteine. Das könnte sich durch die Kiste erklären. Also machen wir mal hier schnell einen Lauf. Und jawohl, damit haben wir's. Sehr schön. Genau, das wollte ich mal noch schnell abgehakt haben. Und jetzt können wir hier drüber zu Jäger. Wenn du erklimmbare Leitern oder Wände siehst, spring einfach darauf und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Das wissen wir. Aber danke. Sorry. Da muss ich gerade nochmal einen Schluck nehmen, ein Schlückchen trinken. Oh, guck mal, das ist aber eine schöne Anzahl. 2900. Wir haben aktuell auch alles, ne? Also aus allen Welten alle Edelsteine, die wir bislang... also aus allen Welten, die wir bislang betreten haben, meine ich. Wir haben, glaube ich, noch nicht wieder irgendwie eine Sackgasse gefunden. Na, dann schauen wir mal, ob sich das fortsetzt oder ob die spukenden Sümpfe oder auch die Bambusterrasse da etwas entsprechend für uns bereithalten. Na, ich wollte gerade sagen, ich sehe aber nichts. So, also offensichtlich haben wir hier Wasser, was nicht so nett ist. Und was machen die zwei denn da? Warum ist er jetzt da hinterher? Das hier ist wahrscheinlich nur, um von da oben wieder hier runterzukommen oder so. Na gut. Das Kroko war fies. Ich hab schon aufgegeben. Der Retter warst du. Okay, Homer, das Glühwürmchen. Sind das jetzt alles irgendwelche Dichter oder heißt der nächste dann Bart?
Also offensichtlich kann ich hier was anzünden. Entweder ich habe Homer gerade nicht zugehört. Oder er hat nichts dazu gesagt, dass wir das machen sollen. Ich würde das dann aber dennoch versuchen. Ach so. Genau. Schwierigkeitspunkte ist das bestimmt, diese Schilder kaputt machen. Genau. Zerstör alle Piranha-Schilder. Ja, das weiß ich nicht. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen typisch für so einen Fähigkeitspunkt. Deshalb sei das mal noch schnell erledigt. So. Was ist hier? Nicht viel. Einmal arbeiten, Sparks. Sehr schön. Ich muss keinen Finger rühren, den ich als Drache sowieso nicht so richtig habe. Hoppala. Und es funktioniert trotzdem alles. So. Für dich bewege ich mich auch nochmal hier rauf. Muss ich denn dann von da oben... Muss ich da eh wahrscheinlich wieder runter, oder? Ah, probieren wir's. Muss ja nur hier oben mal anzünden. Genau, dann ist eh hier wieder Abgang. Na gut. So. Hier fehlt ein Schlüssel. Dun, 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 dun. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich hier wohlfühle. Auf der einen Seite ist es irgendwie muckelig und auf der anderen Seite aber auch irgendwie eklig. Also so Sümpfe ist, glaube ich, nicht so meins. Ich bin sowieso nicht so der Insektenfreund, ehrlich gesagt. Aber nun ja. Die Survival-Skills sind irgendwie auf der Strecke geblieben bei unserem Großstadt-Aufwachsen. Michael! Wobei Großstadt ist es jetzt nicht, aber dieses städtische und ja... Wenn man das jetzt mal mit den frühen Menschen vergleicht, sehr luxuriöse Aufwachsen hat einem da doch auch gewisse, nützliche Fähigkeiten dann nicht mehr nahegebracht, wenn ihr versteht. So, also hier haben wir ein Piranha-Schild, weg damit. Wir haben schon gelernt, das wollen wir nicht. So, wie kommen wir da rauf? Bestimmt irgendwie noch anders. Piranha-Schild. Ach ja, ach, das Ganze nochmal auch in... Uah. Schöner Auflösung und Grafik spielen zu können, ist wirklich, wirklich schön. Ich meine, es ist wirklich interessant, wie unsere Gehirne da so funktionieren. Ich glaube, wenn ich mir jetzt wieder die alte Grafik angucken würde, was ich schon seit längerem nicht getan habe, dann wäre ich wirklich schockiert und hätte gedacht, nee, aber so habe ich das nicht in Erinnerung. Also ich meine, mir ist schon klar, dass es damals wirklich nicht so aussah wie jetzt. Ich denke mal, das kriegt man noch irgendwo hin. Aber... Dennoch, irgendwie extrapoliert das Hirn da irgendwas. Geh du mal weg. So. Jetzt haben wir hier oben einen Baum. Und da haben wir Bäume. Also es muss ja noch irgendwo einen Weg geben, hier an bestimmte Dinge ranzukommen. Aber zunächst mal müssen wir wieder unser heiß verdientes Geld ausgeben. Die Tür ist versperrt. Kann nur geöffnet werden durch Edelsteinkraft. Ich glaube, das soll alles irgendwie poetisch sein. Eine gute Wahl. Ich habe mehr Edelsteine und du mehr Eier. Ich wünsche dir viel Glück. Von den Regeln des Haiku bin ich jetzt befreit. Ah ja, ne, also es war definitiv was Gedichtmäßiges, nämlich Haiku. Das ist ja eine bestimmte Struktur und Form. Was für eine genau, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber gut. Ich hoffe, das ist für euch keine... Ah, keine Must-Have-Fähigkeit.
dass der Let's Player ja weiß, was ein Haiku ist, wie diese Struktur aufgebaut ist und entsprechend lyrisch auch direkt ein paar improvisieren könnte. Das, ja. Da müsst ihr auf Poesie-LPs-Kanal gehen, falls es den gibt. Weiß ich nicht. Oder sie, wer weiß. Mutiger Drache, so viel tapferer als ich. Ihr, nimm jetzt das Ei. Ah, der französische Shiny. Das poetische Glühwürmchen. Und er gibt uns Thelonious. Tschüss. Okay, ja. Meinetwegen. Oh, entschuldige. Geheimes Wissen. Wenn alle Lampen leuchten, verrate ich's dir. Okay, also mir wird geheimes Wissen verraten, wenn ich alle Lampen zum Leuchten bringe. Wir haben doch nicht alle zum Leuchten gebracht, ne? Habe ich das hier einfach komplett übersehen? Tatsächlich. Mit einem Illuminatenauge. Ne, wobei, das Illuminatenauge sieht, glaube ich, anders aus, oder? Ah. Okay, ich hoffe, dass eure Ansprüche an Let's Player so sind, dass er nichts wissen muss. Weil so fühle ich mich gerade irgendwie. Schniff. Ja, so, genau. Den Schlüssel brauchen wir. Ich glaube, das wird knapp. Ja. Also noch einmal. Hupala. So. Dann hier rauf. Dann will ich mich noch das Ei holen. Zack. Damit wir auch das abhaken können. Ich fürchte, wir müssen erst hier rüber. Von hier müsste das aber gehen. Ja, so gerade. Und dann hier hinüber. Und wir befreien Frank. Ist Frank wieder ein Kindername geworden? Namen sind ja so ein bisschen wie Mode. Das kommt ja immer wieder. Und man hat immer so bestimmte Generationen, wo der Name dann irgendwie überhaupt nicht mehr passt. Alles immer sehr spannend. Ich glaube, das war... ich meine, es hat natürlich auch mal ein bisschen was mit der persönlichen Wahrnehmung von Namen zu tun, was für Leute man so kennt. Aber natürlich, je mehr Leute einer Generation einen bestimmten Namen bekommen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass man so jemanden auch kennenlernt. Achso, den Fähigkeitspunkt haben wir nebenbei auch noch mitbekommen. Genau. Und bei mir war es so, dass ich mal in einer Fernsehsendung oder sowas ein Kind gesehen habe. Ich glaube, war das 1, 2 oder 3 oder sowas? Irgendwie eine Quiz-Sendung? Irgendwas war's. Auf jeden Fall, da hieß ein Kind Rainer und das fand ich sehr komisch, weil das für mich eine Generation, also die falsche Generation für den Namen Rainer ist. Aber na gut. Alles Gewöhnungssache. Naja, okay. Geheimes Wissen, ich darf jetzt einfach hier rein. Was? Das ist eine Art Boss? Ah ja, okay. I see. Hä, was ist denn jetzt hier mit dir? Okay, also noch dreimal oder so, dann haben wir den besiegt. Also ich meine, es ist jetzt nicht so bosshaft wie dieses komische Killerkaninchen-Geschöpf, was wir da hatten. War sehr interessant. Hä, was soll denn das hier? Was, wer bist du? Was? Aua. Aua, ja, das war dumm. Irgendwie bin ich nicht gut im Treffen. Sorry. Hoppala. Ja, das wäre fast schief gegangen. So, jetzt wirf's schön zu mir, dass ich nur gerade ausdrücken muss.
Nee, das war nicht richtig. Das üben wir nochmal. Los, noch eine. Ja, jetzt beschwörst du erstmal wieder Krokodile. Geh weg, geh weg, geh weg. So, jetzt wirf nochmal eine Bombe, bitte. Vor allen Dingen, wo zieht der die her? Das würde ich gerne mal wissen. Ups. Kann ich dich auch so treffen? Nein. Das war jetzt natürlich ein wenig zu riskant. Und das war wieder schlecht. Was ist denn hier los? Ah, na komm schon. Zieht immer ein weißes bisschen weiter nach links. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt nehmen wir uns nochmal die Zeit und zielen hier schön. Und haben Herbie befreit. Ja, so viel dazu. Der Typ ist auch verschwunden. Na dann, Sheila. Welch süßer Sumpfduft. Blütenwolken der Bäume. Zeit für Prügelei. Sehr schön. Ist das nicht irgendwie 573 oder so? Nee. Ich weiß nicht mehr. Schauen wir mal. So. Jetzt wird auf jeden Fall erstmal alles eingesammelt. Und zu Klump gestampft. Die Bomben sind ihr. Der Eierkäfig muss weg. Nur sprengen reicht nicht. Känguru, hilf uns. Räum uns bitte den Weg frei. Hilft Sheila uns auch? Ja, meinetwegen. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier langlatschen und den hier den Weg freiräumen, oder was? Ach so. Und dafür muss ich auch die Pilze nach unten klamüsern. Hä, aber ich hab das doch da. Aber ich. Jetzt. Genau, also die Steine können wir wegmachen, die Pilze kommen aber wieder hoch. Genau, irgendwie sowas habe ich auch im Kopf gehabt. Okay, da ist er ein bisschen zu schnell, beziehungsweise ich zu langsam. An den komme ich nicht ran, okay. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt hin will eigentlich. Naja, immerhin hat er den Stein aus dem Weg gesprengt. Jetzt. Ah, Leute. Genau, also die Pilze bleiben da immer stehen, da müssen wir halt aufpassen. Ja, okay. Ja, das kann jetzt wieder nur sich um Stunden handeln. Ihr kennt das ja. Also es nützt nichts, zu weit vorzulaufen. Das sehen wir an diesem Pilz hier. Weil die nach einer Zeit nämlich wieder nach oben kommen.
Okay, dann muss ich jetzt den hier. Und da macht er irgendwie so eine Biegung, okay. Ja, dann aber damit konnte ich ja jetzt nicht rechnen. Ich dachte, da hört der Weg auf oder so. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch im Vorhinein mal den Weg ablaufen, theoretisch, und auch die Steine schon mal wegräumen und so Zeug, aber das ist ja, das ist, nee. Nee, nee, das ist nicht mein Stil, das wäre ja gut vorbereitet. Okay, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Das wäre auch fast in die Hose gegangen. Und das hier geht in die Hose. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch viel zu schnell alles. Oioioioioi. Ja, das, ich glaube, ja. Hier habe ich auch noch Erinnerungen dran, dass das etwas frustrierend war. Da kommt er schon. Dann sollte das ja hoffentlich reichen. So. Dann das hier. Nein! Okay, also am Ende habe ich echt wenig Zeit zwischen den Pilzen. Vor allen Dingen, weil ich ja gucken muss, dass der eine auch wirklich unten bleibt. Also den muss ich wahrscheinlich wirklich zeitig irgendwie kloppen. Na, das hier war wahrscheinlich schon fast zu früh. Moment, was? Nee. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. So. Und das war wahrscheinlich nur der erste, oder? Was macht denn der? Ach, Glück gehabt. Ich dachte schon, der rennt jetzt nochmal irgendwo rein. Peggy! Doch ein Eikäfisch. Hilfst du nun meinem Bruder bei dem letzten Ei? Wenn du den Weg räumst, spreng ich den Eierkäfig, arme Eierchen. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Okay, ach so, der hält sich jetzt nicht an den Weg oder so, kann das sein? Deswegen muss ich raten, was für Pilze jetzt wichtig sind. I don't get it. Wo willst denn du hin mit dem Ding? Oh Mann. Also gegen welchen ist der jetzt gerannt? Das ist jetzt alles kein Problem gewesen. Aber der hier dann, oder was? Nee, der ist doch noch weitergelaufen. Der hier war das Problem, ne? Was? Okay, wie soll man denn da drauf kommen, Freunde? Ich meine, ich hätte ja vorher alle Steine wegräumen können. Ja, ich weiß.
Aber ist ja trotzdem alles ein bisschen strange. Also den Pilz will er mitnehmen und dann rennt er hier einmal im Kreis. Und dann will er bestimmt den hier nochmal mitnehmen. Nee, er rennt einfach vorbei und nimmt den mit. Das ist halt ein bisschen nervig jetzt. Ich meine, bei dem ersten, gut, da hätte ich quasi mir schon eine Strategie überlegen können. Weil da war klar, auf welche Pilze im Weg stehen. Zumindest mehr oder minder. Aber jetzt bei dem hier, da muss ich mir ja merken, was für Pilze jetzt ein Problem sind. Mich dann quasi rechtzeitig auf die draufstellen, die dann entfernen. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel auch wieder nicht, wogegen ist er denn jetzt gelaufen? Gegen den hier? Und ist der andere Pilz jetzt immer noch ein Problem oder ist er das nicht? Ich habe nämlich nicht hingeguckt, als ich die anderen beiden weggeräumt habe. Genau, jetzt hat er den mitgenommen. Und den will er dann. Das ist ein wenig frustrierend. La 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 la. Ja, bei euch so, alles klar. Und was habt ihr so am Wochenende gemacht? Ich habe Pilze in den Boden gestampft. Ach so, der rennt ja nochmal eine Runde, stimmt. Das heißt, den mache ich jetzt runter. Und den mache ich runter. Und dann hast du es. Wenn du jetzt noch eine Runde gelaufen wärst oder so, hätte ich dich geschlagen. Michelle. Hallo, liebe Michelle. Ist klar. Die Eier sind frei. Zwei Drachen sind geboren. Sheila, die Eldin. Okay, dann haben wir zumindest jetzt alle Eier. So. Jetzt haben wir hier noch irgendwie einen hohen Pilz. Keine Ahnung, was der da macht. Den kann ich auch nur in den Boden rammen. Aber warum ist denn da die Tür zu? Das ist das, was ich noch nicht verstehe. Ist das irgendein random Pilz, den ich in den Boden rammen muss? Der gilt dann als... keine Ahnung. Schalter. Ist das denkbar? Ist das möglich? Weil das Ding ist ja, diese Tür hier muss noch aufgehen. Ah ne, muss sie nicht. Okay, dann haben wir es ja. Na gut, dann ist das kein Tor, sondern bleibt einfach zu. Ich habe gerade gesagt, ich dachte halt, wir haben ja noch irgendwo das andere Tor mit den 25 Dingern dahinter. Die müssen wir ja auch noch sammeln, aber so müssen wir das wohl nicht. Wie viele fehlen noch? Oh, noch einige. Zwei und 70. Ja, irgendwo zeigt er dahinter. Achso, Moment mal. Gibt's hier noch irgendwie eine... nee. Irgendwas, was man kaputt machen kann? Hä? Was? Oh, da... oben. Wow. Euer Ernst? Und hier auch nochmal irgendwas? Also da wäre ich ja ohne Sparks nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt.
Hier oben, das sieht nochmal so aus. Jawohl. Ach du meine Güte. Das sieht jetzt aber aus, als wären wir hier fertig, oder? Genau, 45 noch. Nee, guck mal, hier oben ist auch noch so ein Ding. Ich muss ja gestehen, ich komme mir, wenn ich Sparks immer so benutze, immer so ein bisschen vor wie ein Cheater. Aber andererseits ist das im Spiel eingebaut, also ist die Frage, wie viel Cheater das wirklich ist. So, okay, aber wir holen uns erstmal hier unser Leben wieder. Lichter sind alle an. Das hier haben wir eingesammelt. Hier waren wir, da waren wir. Hä, was? Hast du jetzt ernsthaft auf das Portal da gezeigt? Nee, hast du nicht. Hä, kann mir das mal einer erklären? Ich verstehe es nicht. Okay, also laut Sparks gibt's hier keine Edelsteine mehr, sondern nur bei Sheila. Und laut Sparks bei Sheilas Welt gibt's hier keine Edelsteine mehr, sondern bei Sheila. Ja, toll. Wie machen wir denn das jetzt hier? Das ist ja jetzt mein Problem, wenn ich jetzt hier nicht... Ich weiß ja nicht, wie... Hallo, was ist denn das? Hm. Ich meine, das haben wir hier alles schon gesehen. Das ist ja... Was ist das? Das ist doch ein Gegner, oder? So ein komischer Typ. Ich geh jetzt nochmal hier rein. Ist da jetzt... Da ist doch aber nur der Typ drin und dann bin ich wieder weg, oder? Okay, das ist auch Piranha-Wasser. I don't get it. Dahinter. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. Wir versuchen das jetzt nochmal. Wir gucken jetzt einfach mal dahinter. Weil dahinter funktioniert auf jeden Fall eher. Genau. Als in Sheilas Welt. Schon gesagt, dass die Level echt elendig lang werden. Muss man da mal was einfallen lassen und die Folgen wieder ein bisschen kürzer kriegen. Das ist, ach so, oh, ich bin so doof. Ja, das habe ich ganz vergessen. Es tut mir wirklich leid. Ja, Sparks. Nee, Sparks, so funktioniert das nicht. Einer fehlt uns noch. Okay, Sparks hat sich schon gefreut. Dann ist bestimmt bei Sheila doch noch einer.
Und der hat auch nicht auf das Tor gezeigt, sondern dahinter. Ist das denkbar? Ist das möglich? Achso, nee, hier gibt's keinen Ausgang. Ja, also hier sagt Sparks auf jeden Fall, hier ist nichts mehr. Nee, jetzt sagt Sparks aber auch hier gibt's nichts mehr. Was ist denn das? Aber hier fehlt doch einer. Okay, ich bin überfragt, wir gehen nach Hause. Ich komme in der nächsten Folge nochmal her und probiere das nochmal, aber da fehlt einer. Ist nicht nett. Naja, also, das hat mir schon wieder zu lange gedauert. Ich glaube, ich werde demnächst versuchen, in der Mitte von so einem Level mal zu schneiden. Weil, ja, das dauert sehr lang. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.